Das war doch ein schönes Treffen. Jetzt kennen wir uns alle einmal, ne? Ja. Und ich denke, du hast die nächsten Tage gespannt. Dann gehen wir mal hinter und laden ein. Man muss schon sportlich auf jeden Fall fit sein. Man muss jetzt kein Leichtathlet sein dafür oder man muss nicht unbedingt Kraftsport machen dafür. Aber ich denke, gewisse Gegebenheiten körperlich müssen gegeben sein. Ich sag hier Verdampferreiniger, flüssiger Reiniger, ein bisschen Papier zum Putzen, nochmal flüssiger Reiniger. Nur für die Wärmetauscher zum Desinfizieren. Ich würde sagen, es ist viel Physik und Mathe. Also es geht auch viel um Elektrik. Ne? Wir machen ja auch alles elektrisch an unseren Anlagen. Pläne zeichnen, Klemmpläne zeichnen, da gehört schon einiges an theoretischem Wissen dazu. Also ich habe mich nie für oder gegen eine Ausbildung entschieden oder für oder gegen ein Studium, sondern ich habe einfach überlegt, was will ich eigentlich gerade, was macht mir eigentlich gerade Spaß und was will ich vor allen Dingen für den ersten Teil meines Lebens arbeiten, in welchem Beruf will ich arbeiten, womit werde ich glücklich. Ich temperiere Kuvertüre wieder nach oben, und dann hat die einen richtig schönen Glanz und einen Knack und Das Schöne an unserem Beruf ist, dass man jeden Tag eigentlich was anderes machen kann. Man kann kreativ sein, man hat Herausforderungen, wo man Kundenwünsche umsetzen muss oder kann. Und man kann auch ins Ausland gehen, auf dem Schiff arbeiten, im Hotel. Mit meiner Ausbildung kommt man super ins Ausland. Das durfte ich im zweiten Lehrjahr auch schon machen. Das geht genauso wie im Studium. Im Studium ist es auch über die Erasmus-Förderung und das ist in der Ausbildung genau das Gleiche. Eine Herausforderung in dem Beruf ist vielleicht für denjenigen, der das mal machen möchte oder der eine Ausbildung in dem Beruf anfangen möchte, verschiedene Handgriffe und Techniken umzusetzen. Ich wünsche der Person, die an dem einen Tag an meiner Stelle arbeitet, dass sie ruhig an die Sache herangeführt wird, gut erklärt bekommt, womit es hier zu tun hat, um das auch Stück für Stück zu verstehen. Weil ich denke, die Sache kann einen von Anfang an sehr überrumpeln. Ah, die 15. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bin gespannt, was mich heute so erwartet. Und ob mir das so gefällt. Ich habe mir jetzt ein individuelles Gebäude vorgestellt, wo direkt Kälte, Klima groß dran steht. Und es sieht eher aus wie so eine Lagerhalle. Ist offen. Hallo. Hallo. Ich bin der Lisa Gall vom Martin Hofmann. Perfekt Klima. Hallo. Wir haben ein paar Klamotten für dich hier. Mhm. Bin positiv überrascht und sie ist sehr offen, kann direkt ein Gespräch anfangen, fühle sich scheinbar auch wohl direkt im ersten Kontakt und ich bin sehr positiv überrascht von ihr. Was machen wir denn heute eigentlich genau? Unsere Aufgabe wird es heute sein, eine Klimaanlage zu warten mit mehreren Innengeräten in einer Zahnarztpraxis, wo es darum geht, A, zu einem die Dichtheitskontrolle des Kältemittels festzustellen, des Kältekreises und B, die Geräte zu reinigen, die Verdampfer zu desinfizieren und die Filter sauber zu machen. Wenn wir umziehen, treffen wir uns an einem Lager in ca. 5 bis 10 Minuten. Alles klar. Ich werde dann hinten auf dich warten. Gut. So. Da sind wir. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, was mich hier erwartet. Hallo, Chris. Also ich denke, du bist Chris. Ja, ich bin der Chris. Herzlich willkommen bei uns hier. Ich würde den heutigen Tag schon als Herausforderung bezeichnen für mich, aber ich denke mal, damit kann ich gut umgehen, weil ich ja ständig neu konfrontiert bin mit neuen Herausforderungen auf meiner Arbeit, weil wir eh so ein Allrounder-Team sind. So, setz dich hin. Wir freuen uns auf dich. Ja, ich freue mich auch. So. Hast du denn schon eine Idee, was wir heute machen? Nein, überhaupt keine Idee. Vielleicht einen Kuchen backen, ich weiß es nicht. Also er kommt mir sehr motiviert vor und er ist sehr interessiert, also ich freue mich auf den Tag. Wir tragen eine Hygienekleidung, Ringe müssen auch abgelegt werden und die Schürze ist, damit man sich halt nicht beschmutzt mit Schokolade oder anderen Teigen oder Massen. Ich sehe persönlich für mich vielleicht, dass es vielleicht auch in Unordnung ausarten könnte, in eine Sauerei vielleicht. Das ist so unser Kältetrainer, mit dem wir Kälteanlagen installieren, das üben und auch unseren Azubi für die Prüfung vorbereiten. Tatsächlich habe ich es mir irgendwie kühler vorgestellt und auch so ein bisschen cleaner. Das flüssige Kältemittel kommt dann aus dem Verflüssiger hier nach oben. Der Kompressor der Kältemaschine ist eigentlich wie
bei dir zu Hause im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob du eine Propangasflasche, ob du mit Propangas ein bisschen dich auskennst. Ja. Wärme geht immer nur vom Warmen zum Kalten. Okay. Nun, so. Hier bin ich. Schick siehst du aus. Dankeschön. Hände sind gewaschen? Hände sind gewaschen, klar. Ja. Wenn ich unsere beiden Arbeitsstätten vergleiche, also quasi meine mit der hier, finde ich auf jeden Fall, dass bei mir ist natürlich alles viel rustikaler und hier wird natürlich viel mehr Wert auf Hygiene gelegt. Das sieht man auch und merkt man auch. Dann fangen wir jetzt an mit den Zupfkuchen und dann zupfen wir einfach den Streusel hier drauf, dass überall auf jedem Stück was ist. So, es klebt aber schon sehr stark an den Händen. Vielleicht hätten wir doch noch ein bisschen Mehl für mich. Ja, soll ich mal welches holen? Ja, was mir sehr gut gefällt, er macht es wirklich ziemlich akkurat und sehr klein. Also ich kenne auch Lehrlinge, die dann solche ganz großen Flecken überall hinlegen. Das macht er wirklich überhaupt nicht und hat schon das Auge für das Feine, denke ich schon. Lisa, ich würde gerne noch ein paar Handgriffe zeigen, die wir benötigen, um eine Klimaanlage zu installieren. Das ist zu einem das Biegen mit dem Biegerät, was wir hier im Koffer haben. Und das andere ist das Bürdeln, was wir mit diesem Gerät machen. Es war erstmal schwer, das Rohr überhaupt mit den Zangen und so das alles greifen zu können und diese Handgriffe irgendwie nachvollziehen zu können, so wie es mir vorgemacht wurde. Und dann sahen einige Handgriffe leichter aus, als sie dann am Ende waren. Da fiel es mir doch ein bisschen schwerer. Aber man kam gut rein. Ich glaube, für Mädchen oder Frauen, die das interessiert, ist es auf jeden Fall eine coole Sache und ich glaube nicht, dass es zu schwer ist. Das sind hier unsere Mürbeteig-Tortlets und die nutzen wir für verschiedene Türkchen, aber diese nehmen wir jetzt für Obsttorts und da müssen wir Schokolade einstreichen, damit der Creme, der dann hier reinkommt, nicht durchweicht. Okay. Und wichtig wäre, dass nicht so viel Schokolade am Rand ist, weil es sonst unschön aussieht. Also nur hier drin eine dünne Schicht. Also eine Feinarbeit. Wir steigern uns langsam, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall eine feine Arbeit. Also so von dem Handwerk her. Und man muss auf jeden Fall bei der Sache sein. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Kunde. Die Herausforderung wird vielleicht sein, das Arbeiten auf Leitern mit der Höhe, das wird sich zeigen, liegt nicht jedem und auch vielleicht der Umgang mit der Technik, mit den Geräten und mit dem Kältemittel. Hallo! Hallo, wir kommen von Perfekt Klima und ich bin Elisa Gall und wir machen heute so ein Tausch-Azubi-Projekt und würden uns mal Ihre Klimaanlage anschauen. Es war auf jeden Fall sehr spannend und ich war aufgeregt, weil es zu Kunden ging und das ist nochmal ein anderes Klima, als wenn man es in der Firma macht. So, da kommen wir zur spannendsten Aufgabe heute. Ja, zum Modellieren. Genau, wir wollen einen Hund modellieren. Wenn man den Marzipan benutzt, muss man ihn immer einpacken, damit er nicht austrocknet, sonst gibt es nämlich Risse und dann lässt er sich schlecht verarbeiten. Und die Grundform ist immer eine Kugel. Wir modellieren jetzt. In der Schule war ich zwar nie richtig gut im Zeichnen, aber ich denke, mit ein bisschen Hilfe kriegen wir das hin. Es gibt tatsächlich mehr auszubildende Frauen als Männer, aber es gibt auch Männer. Die Männer sind natürlich genauso beliebt oder gefragt, also das, und machen das genauso gut. Ich will das ordentlich hinkriegen. Ja, gerne die Zeit. Dann mit den beiden Nasen, dann hängt er hier drin. Ja. Und dann kannst du diesen Filter einfach so nach unten raus machen und den müssen wir dann auswaschen. Also die Leiter hochzuklettern war nicht so schwer, aber dann die Balance zu halten, den Filter abzunehmen und die Klimaanlage zu öffnen, das ist schon erstmal eine Gewöhnung. Sie hat sich sehr gut angestellt und ich würde ihr auch zutrauen, diesen Beruf zu erlernen. Also sie hat Talent dafür, sie hat handwerkliches Geschick. Sie würde, glaube ich, auch sehr gut reinpassen. Ich wünsche dir alles Gute und dann Dankeschön. Tschüssi. Lass dir gut gehen. Ciao. Genau. Als ich heute den Hund modelliert habe, war das Schwierigste eigentlich die Präzision. Also ich würde sagen, wenn man einen Schnitt macht, dann muss der richtig sein. Sonst kann man wieder den Teig neu rollen. Also muss auf jeden Fall jeder Handgriff passend sein. Also ich glaube, dass er schon stolz sein kann, dass er das geschafft hat, auch den Hund zu modellieren. Und alles andere hat er auch wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und hat sich angestrengt und das nie irgendwie oberflächlich gemacht, sondern echt sehr gut, finde ich.
Mir hat es sehr gut gefallen. Es war eine völlig neue Herausforderung und habe ich auch ein bisschen erwartet, aber es hat doch noch meine Erwartungen übertroffen. Also ich muss sagen, es war ein sehr spannender Tag bei euch. Vielen Dank, super. Hallo. Hallo, moin. Und? Na, wie war's? Was denkst du fürs erste Mal? Ja. Ist ganz gut? Also ich mag es nie so modellieren und ich hätte es wahrscheinlich nie so hingekriegt beim ersten Mal. Wie war es eigentlich bei dir? Ich durfte ein Kupferrohr biegen und jetzt habe ich gleich wieder vergessen, wie es heißt, Bürteln. So, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr euch noch für andere Berufe interessiert, dann schaut euch gerne die nächste Folge von An deiner Stelle Azubi-Tausch an.